Dann wollen wir das so machen. Morgenstund hat Gold im Mund und Blei im Arsch. Da ist ja auch meiner Knuffel, was? 16.000 Geschäfte weniger als 2021. Laut Prognosen des Deutschen Handelsverbands hat es der Einzelhandel schwer. Das Familienunternehmen der Möllers behauptet sich trotzdem. Wenn wir hier leben wollen, dann müssen wir eine Struktur, eine Infrastruktur haben. Wir sind nicht immer 30. Ja, das ist mein Mädchen. Hier setzen sie auf ein vielfältiges Sortiment, Service und Tatendrang. Muss der Dreivaterunser jetzt beten? Das ländliche Paradies. Damit schafft es das Familienunternehmen in die nächste Generation. Klo hast du ein bisschen drin. Frühjahr in Quakenbrück im Osnabrücker Land. Hochsaison im Landhandel von Familie Möller und für Mitarbeiterin Martina Focke. Habt ihr geknobelt oder wer möchte erst? Seit 34 Jahren arbeitet Martina schon hier. Gelernt hat sie in einer Drogerie. Das ist alles hier, dann werde ich eben. Meine Henne hat 8 Küken. Ja, dann brauchst du Kükenfutter, nehme ich an. Für die Henne hast du was, brauchst du was für die Küken? Ja, die Henne ist mit den Küken zusammen, die frisst das dann ja auch. Ja, willst du den ganzen Sack mit 25 Kilo oder wie viele Küken hast du? 8. Im Prinzip kannst du ruhig einen ganzen Sack nehmen mit 25 Kilo, weil du musst ja rechnen, ich weiß nicht, wenn die jetzt ein paar Tage alt sind, aber du musst ja 4 bis 6 Wochen damit füttern. Ja, dann kannst du besser und in pelletierter Form oder mit dem loses Mehl. Nee, lieber die kleinen die Pellets, ne? Nein? Ja. Martina weiß, was der Hühnernachwuchs jetzt braucht. Ihre Eltern hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb. Es gibt ja Babys und es gibt große Menschen. Also es muss ja erst ein kleiner, um das groß zu werden, oder nicht? Deswegen muss ich erst Küken haben, ne? Die haben ja nur so kleine Schnäbel, die können das große Futter noch nicht fressen. Ja genau, und ist auch eine andere Zusammensetzung. Warum kommst du hier hin? Wegen Kükenfutter? Wegen Kükenfutter? Damit die groß und stark werden, die Küken, oder nicht? Genau so. Brauchst du Milch? Nein. Nein, gut. Die Hühner glauben mir das so. Die fressen natürlich auch nicht, ne? Um Körner geht's auch bei Martinas nächster Kundin. 10 lose Getreidesorten haben sie hier im Angebot. Fürs Müsli. Ganz lecker. Ja. Ja, die quetsche oder so und dann kann ich das ja selber quetschen. Die Kundin kommt aber nicht nur wegen des Hafers hierher. Sämereien und was so anfällt. Mal nehme ich einen Honig mit, mal nehme ich Eier mit. Was gerade fehlt, da brauchst du was halt, fehlt, genau. Das ist ja so. So, siehst du mal. Wunderbar. Gegenüber in der Zoohandlung. Chef Klaus Möller ist schon in seiner Lieblingsabteilung beschäftigt. Der Aquaristik. Das ist das Frühstück für die Fische. Das Wichtige ist, dass sie das schön aufgetaut kriegen. Dann müssen wir langsam auftauen lassen. Heute Morgen steht Spezialfutter auf Rinderherzbasis für die Diskusfische auf dem Speiseplan. Über 100 Fischarten muss Klaus jeden Morgen individuell versorgen. Den Fischen und Tieren soll es immer gut gehen, ist ganz wichtig. Das ist morgens das Erste, dass die Kunden auch immer schön gesunde Fische kriegen, Tiere kriegen überhaupt. Ist morgens das Erste immer, dass alle Fische schön durchgeguckt werden, dass hier nur gesunde Fische rausgehen. Fische liebe ich gerne. Also Fische ist eine schöne Sache. Ich habe ein Aquarium zu Hause, einen schönen Gartenteich mit Teichfischen zu Hause. Natürlich auch einen Hund. Der zweite Zoo ist zu Hause. Doch heute Morgen ist einfach tierisch viel los. Klaus, die Fische sind da. Die Fische sind da. Soll ich dir dabei helfen oder macht ihr das alleine? Fische kannst du hier eben mithelfen. Hallo, Fische. Einmal die Woche bekommt Klaus Zuhandlung so eine Fischlieferung von einem Händler aus der Region. Kommt jede Woche so eine Menge und da sind ständig andere Sorten mal wieder bei. Und da muss ich mal gucken, dass wir ein passendes Becken gerade frei machen. Da gucken wir vorher nach. Klaus weiß, die Fische müssen sich jetzt erstmal an die neue Umgebung gewöhnen. So, lassen wir jetzt erstmal die Fische hier schön drin, dass sie sich an der Temperatur gewöhnen. Und dann geht's jetzt wieder zu den Teichfischen weiter. So, Teichfisch. Nebenan,
Bevor die neuen Teichfische in die Becken können, muss Klaus ihren Zustand überprüfen. Er braucht gesunde Fische. Denn die sind jetzt im Frühling besonders gefragt, sagt er. So, schöne Koi-Karpfen. Ich gucke mir einfach gerne die Fische an. Das machen wir immer. Auch noch Kois. So, die werden auch oben reingelegt. Neben der exotischen Zierkarpfenart hat Klaus auch immer eine Auswahl an heimischen Biotopfischen im Angebot. KIV-Schein immer dabei, den hast du mit. Ja, sicher. So sind die eben Klasse 1A-Qualität. Der Nachweis ist ihm wichtig, denn das Koi-Herpes-Virus ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, die Fische in den Teichen seiner Kunden befallen könnte. Kois werden extrem viel nachgefragt. Es sind auch viele dabei, die Biotopfische, die Einheimischen haben wollen, wie Nasen, wie Goldorfen und sowas. So, das möchten die eben gerne haben. Und die eben nur schön Farbe im Teich haben möchten, die nehmen eben gerne Koi-Karpfen. Gut, ja. Dann alles klar. Dann sage ich besten Dank. Gut, ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis weiter. Mach's gut. Ja. Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Momentan ist eben Hochsaison im Garten. Tierisch viel los. Bei dem schönen Wetter sind die Leute auch Eis jetzt, wollen Gartenteich alles fertig haben. Ja, und da müssen wir aufpassen, dass wir eben schnell bei den Kunden immer sind. Einen Gang weiter. Erster Einsatz für Klaus' Ehefrau Bettine an diesem Morgen. Die Versorgung der Kleintiere, die sie hier ebenfalls verkaufen. So, wo habt ihr euch denn versteckt? Bettine arbeitet in Teilzeit als OP-Schwester im Krankenhaus. Seit 1995 hilft sie in jeder freien Minute im Betrieb. Hast du gut geschlafen? Ja. Also, die verstecken sich auch. Statt zweibeiniger Patienten versorgt sie heute Morgen erstmal die Nager. Mit Frühstück. Also das ist so das Herzblut eigentlich auch so von uns, ne? So mit den lebenden Tieren, dass man guckt. Die geben einem auch so viel zurück, wenn man da irgendwie guckt. Und im Endeffekt könnte man den ganzen Tag davor sitzen und die beobachten, ne? Aber das dürfen wir ja nicht. Ja. So, dann kriegen sie noch ein bisschen frische Gullivuck, da ist ordentlich Vitamin C drin und ein bisschen was Frisches, dass sie langsam dran gewöhnt werden. Dann freuen sie sich gleich. Der Verkauf von lebenden Tieren ist nach § 11 des Tierschutzgesetzes streng geregelt. Klaus musste dafür extra eine spezielle Prüfung ablegen. So, Goldi, dann kommen wir her. Zuhandlungen, die lebende Tiere verkaufen, sind selten geworden. Auch weil die sorgsame Pflege der Tiere sehr arbeitsintensiv ist, sagt Bettina. Ja, da darf man aber, muss man wirklich versuchen, keine Bindung aufzubauen, zu groß natürlich. Und wenn wir dann neue Tiere kriegen, ist auch immer so, oh, den möchte ich, geht natürlich nicht. Aber deshalb muss man immer so ein bisschen gucken, was man dann irgendwie macht. Natürlich fällt einem das schwer, aber man weiß ja, die kommen in gute Hände und werden da super versorgt. Sehr schön. Dann seid ihr erstmal versorgt für heute. Seit 1995 gibt es den Zoohandel der Möllers. Der Ursprung des Familienunternehmens liegt nebenan, in der alten Mühle. Hier gründete Klaus' Großvater in den 1930er Jahren einen Landhandel. Heute bieten sie auf 600 Quadratmetern über 30.000 Artikel für Haus und Garten und regionale Lebensmittel an. Marvin ist Sohn und Auszubildender im Laden. Heute Morgen ist er für den Lebensmittelnachschub zuständig. Also eigentlich schon schön, immer gerade, dass man auch die Familie bei sich hat und das schon ein gutes Verhältnis auch. Schon als kleines Kind hat es mir auch Spaß gemacht und da war schon eigentlich immer klar, dass ich das auch gerne mal übernehmen möchte. Auch sie sind noch jeden Tag voll dabei. Klaus Vater Franz und Mutter Ulla. Wie sieht's aus? Hast du noch Erdbeeren vorrätig? Wir brauchten eigentlich welche. Ja, dann schicke ich den Marvin gleich vorbei. Den kennst du ja mittlerweile auch. Der holt gleich noch ein paar Platten. Ist das in Ordnung? Ja, prima. Dann bis gleich. Jo, tschüss. Und die Bienen hängen jetzt so, weißt du?
Ja, das ist die schönste Zeit. Einmal von der Natur her schon und überhaupt, man freut sich richtig auf die Erdbeeren. Aber es ist auch eine eilige Zeit hier, nicht? Man muss schon ein bisschen wendig sein, ne? Könnte ich jetzt Erdbeeren holen, oder? Ja, der ist da, wartet auf euch. Okay. Du kannst direkt zu den Häusern fahren. Okay, dann fahre ich los. Ne? Ja. Gut. Wann ist der da? Ich beeile mich, denke, Viertelstunde, 20 Minuten. Jo, alles klar. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Marvin ist für das Ausliefern von Waren an Kunden und das Abholen der regionalen Produkte zuständig, die sie hier anbieten. Also natürlich macht es mir auch immer wieder Spaß, gerade unterwegs zu sein, viel zu sehen. Aber natürlich möchte man auch schnell wieder im Laden zurück sein, um auch den Kunden die Erdbeeren verkaufen zu können oder auch weiterzuhelfen. Regional heißt auch nah dran. Nur 7 Kilometer weiter in Essen-Barlage. Hallo. Ja, hallo. Ich würde gern 3 Paletten Erdbeeren für Möller abholen. Ja gut, die haben wir jetzt, sind hier gerade zugange zum Abpacken. Ja. Hast du das fertig, die Kiste? Ja. Bitte schön. Dankeschön. Sehen ja auch gut frisch aus. Seit 6 Jahren arbeiten sie schon mit Landwirt Frank Blömer zusammen. Der größte Vorteil ist ja die Frische. Wir können wie jetzt auch, die sind vor einer halben Stunde gepflückt und die stehen in 15 Minuten stehen die schon im Laden. Und wenn wir für einen Discounter verladen oder pflücken und verladen, dann können die auch mal 1,5 Tage unterwegs sein, die Erdbeeren, bis die dann im Laden angekommen sind. Bis zum nächsten Mal. Ja, gut. Tschüss. Tschüss. Das saisonale und regionale Angebot ist auch ihren Kunden wichtig, sagt Marvin. Deshalb holt er nie große Mengen, sondern fährt notfalls nochmal los. Oh, die sehen aber toll aus. Ja. Prima. Und waren schon viele Leute da zu pflücken? Nee, noch nicht viele, aber nee. Fängt er jetzt gerade erst an. Ja. Ja. Nee, die sehen wunderbar aus. Die sehen wunderbar aus. Nee, die sehen doch aus wie gemalt. Schon viel gefragt. Hier, weil so um Muttertag rum, dann werden die immer gerne der erste Kuchen gebacken. Gegenüber in der Zoohandlung. Kunde Helmut Düker braucht den Rat von Klaus. Hallo. Hallo. Moin. Na? Moin. Kann ich dir helfen? Ja, wir müssen zu Hause noch mal wieder ein bisschen was neu machen. Und zwar einen kleinen Teich. Wasserspiel kommt dran, soll dran kommen. Momentan ist ein Landschaftsgärtner noch mit dem Teich beschäftigt. Sobald er fertig ist, will Helmut, dass der Teich ein neues Wasserspiel mit Pumpe bekommt. Dabei soll ihm Klaus helfen. Anderen Teichen klappt alles noch gut, sieht alles gut aus, ne? Das ist alles in Ordnung, da ist soweit nichts, was wir machen müssen. Hier habe ich jetzt so verschiedene Wasserspielpumpen. Das meine ich, die ist fürs Wasserspiel. Die kannst du einstellen. Gucken wir mal hier vorne, stellen wir die mal hin. Ja. So, und so kommt die dann unten rein. Und so können wir die dann eben regulieren. Über 30 verschiedene Pumpen und passende Filteranlagen hat Klaus im Teichsortiment. Ich habe noch 2 weitere Teiche, größere Teiche, auch mit Koi. Und da machen wir auch dann, besprechen wir uns immer, gucken, was wir brauchen. Im Frühjahr dann die ganzen Ersatzteile, die getauscht werden müssen, hole ich dann alles hierher. Weil einfach von der Beratung her und auch von der Entfernung her ist es sehr günstig. Service beim Kunden, das ist eine ganz wichtige Sache. Ob es jetzt für einen Teich ist, Aquaristik ist oder ob es für Nager ist, wenn Vögel ist. Wenn ein Kunde irgendwie Probleme hat, fahren wir gerne hin, kommen vorbei, gucken uns diese ganzen Sachen auch an. Dann weiß man ganz genau, wie man es macht. Jeder Kunde ist unterschiedlich, das ist richtig. Aber man macht es bei jedem Kunden eben so, wie er es möchte. Und dann gibt man dem Kunden noch zusätzlich Tipps, wie es besser ist. So, hast du was gefunden hier? Schön aussehen tun sie alle. Sucht jemand ruhig welche aus? Ich sag mal, wenn du die Größen von denen, die du da hast, nimmst, dann passt das schon. Im letzten Jahr sind einige von Helmuts Koi-Karpfen gestorben. Er ist Koi-Fan. Ja, man schaut immer, auch so von den Farben her, von allem, dass man da so sich mal ein bisschen orientiert und natürlich das Schönste raussucht, wie überall. Wie immer im Leben, man versucht immer das Beste zu kriegen. Klaus muss aufpassen, dass er die empfindlichen Fische nicht unnötig stresst oder schlimmstenfalls verletzt. So, okay? Ja, das sieht gut aus. Steck die schon mal weg. Klaus will demnächst Helmut die Pumpe des Wasserspiels liefern und vor Ort montieren. Eine Woche später. Im Gegensatz zur Zoohandlung öffnet der Landhandel bereits um 8:30 Uhr.
Doch die Kunden sind meist schon früher da. Moin. Okay. Ja, wenn wir aufmachen, dann sind die schon hier und kommen. Und deswegen mit dem Ausräumen, ach, das ist ja auch nicht so schlimm, ob ich jetzt den Wagen 5 Minuten eher oder später rausschiebe oder so, das spielt ja keine Rolle. Man ist ja froh, dass der Kunde kommt. Und früh aufstehen hat man ja noch gelernt. Also ich habe das ja von meinen Eltern noch gelernt, dass wir früh aufstehen. Morgenstund hat Gold im Mund und Blei im Arsch. Jetzt im Frühjahr ist Gartenzeit. Hochbetrieb im Landhandel. Der große Träger heute, ja, das ist ja perfekt. Dieser Kunde braucht neues Werkzeug für eine Baustelle von Freunden in einem Nachbarort. Martina soll helfen. Ach so, nur den brauchst du. In Metall in oder Metall. In... Muss was aushalten. Mhm. Ein Besenstiel und ein Halter. Und da kommt dann Kantholz dran als Egalisator für Sand, Erde oder was auch immer. Das ist eine stabile Führung vom Stiel, die hier sonst drauf sind, damit der Stiel nicht so schnell abbricht. Ja. Dafür ist das gedacht. Ja, deswegen das kann er da drauf. Hier. Den musst du bloß ein bisschen kürzen, dann richtig drauf. Das geht ja, ja, das geht schon. Deswegen. Und dafür ist das dann, so wie diese neuen Sachen, so wie hier. Das kann man auch reindrehen, das ist mit Gewinde oder so. Ja, aber dann sind die mit Gewinde dann diese Stiele. Ja, ich bin ein Stadtkind, ich komme aus Düsseldorf und dann ist das für mich hier das ländliche Paradies. Super gut, klar. Wenn irgendwas fehlt, erste Anlaufstelle. Nächste, erste Anlaufstelle. Das ist ja so, wenn man helfen kann, will man ja auch wohnen. Ja, ne? Klar. Das ist so. Das ist ja kein Problem. So, siehst du, jetzt wollen wir ein bisschen Geld jetzt loswerden. Genau. Ja. Müssen wir weiter. In der Zoohandlung gegenüber. Diese Kunden von Bettina kommen jede Woche 15 Kilometer aus Dinklage. So, für dich die mittleren Heimchen, für dich die großen Heimchen. Ja, ich habe auch ein großes Tier zu Hause. Sie brauchen spezielles, proteinreiches Futter für exotische Tiere. Ich habe mein Futter. Zeig mal, wie es denen geht. Ja, das ist mein Mädchen. Vor 8 Jahren haben sie ihre Wasseragamen hier gekauft. Dann ist der Papa auf dem Buch. Ja, finde ich total gut vom Dings, dass man da auch immer so den Kontakt hat und weiß, Mensch, die haben mir die Tiere gekauft, sind immer noch gut zufrieden und man sieht auch immer mal wieder Bilder, wie es denen geht. Das ist einfach immer schön zu sehen. Wenn man sowas will, man muss sich erstmal entscheiden, was will man für Tiere haben. Was hat das Tier für Bedürfnisse? Wie fange ich an? Was baue ich für ein Terrarium? Wüstterrarium, Tropenterrarium? Da muss man erstmal schlau lesen. Was will so ein Tier? Was verlangt das an Hege und Pflege? Auch sowas muss vorher abgeklärt werden. Wo kriege ich so ein Futter her? Das muss man ja wissen. Man kann nicht da hingehen, oh, das ist ein schönes Tier, das kaufe ich nicht. Aber hier kann man sich ja auch schlau machen. Man erfährt hier ja auch alles. Ja. Das ist vielleicht sogar noch einfacher. Wenn ich jetzt die hübsche Frau frage, was muss das Vieh fressen? Wie oft muss das Tier was zu fressen haben? Ist ja einfacher, als wenn ich da alles eintippen muss. Alles klar. Ja, so, dann jetzt, wünsche ich euch noch einen schönen jetzt Tag. Haben wir Angeln. Bis nächste Woche. Ja. So, tschüss. Bis dann. Tschüss. Die sind super nett, sind Geschwister, die sie ja gegenseitig immer flachsen, aber die kommen immer zusammen, eigentlich jede Woche. Wenn einer nicht mitkommt, dann wissen wir schon, oh Mensch, ist da irgendwie was oder so. Das ist eigentlich sehr schön. Klaus beschäftigt gerade die defekte Pumpe am Wasserspiel eines Kunden. Er muss herausfinden, welche neue Pumpe passen könnte, um das Problem zu beheben. Das ganze Teil ist fertig. Ja. Jetzt wäre das natürlich noch einfacher, wenn du mir jetzt sagen könntest, natürlich deine alte Pumpe, die du hattest, wie viel Leistung die wohl gebracht hat. Ja, das ist ein Problem, das war nicht meine. Ja, weißt du auch nicht, weil an den Pumpen hast du ja normalerweise ja, so draufstehen. Die waren, genau. 12 Watt kommt hin, die war nicht so groß, die war nicht größer als die. War die nicht größer Nein, wie die? Nein, die war nicht größer. Dann wird das hier mit knapp. Ja? Ja. Dann vermute ich, dass das sowas in der Art war. Genau die war das. Ja? Das, genau die war das. Ja. Mit dem roten, mit dem blauen Knopf. Ja, andere gehen zum Baumarkt, ich gehe aber zum Müller. Ja, weil er genau weiß, was ich brauche. Und auf der anderen Seite der Vater und die Mutter genauso. Das ist eben der Service. So, das habe ich jetzt im Gespräch mitgekriegt, was er sucht. Genau. Ja, Herr Klaus. Vielen Dank, ne? Alles klar. Ja, tschüss. Wünsche dir was. Tschüss. Nebenan will der Kunde Pflanzerde für ein Hochbeet kaufen.
Alles schriftlich mitgekriegt hier. Ja. 40 Liter Tomatenerde und 80 Liter Gemüseerde. Das ist, wenn man Feier hat, dann hast du nichts zu sagen. Ja. Alles gut. Also 40... Ja, du kannst beides nehmen. Das sind beide Sorten, die für Gemüse sind. Ja, aber wenn das genau angesagt ist, ist das, glaube ich... Ja, für Tomaten ist eigentlich beides. Ja? Ja. Ja gut, wenn du das sagst, dann nehme ich 120 Liter. Ja. Und sie hat gesagt, sie hat neue Erdbeeren. Ja, haben wir auch. Ja, nämlich einen... Frisch vom Feld heute Morgen. Ja, ja, deswegen. Ja. Wenn sie das schon so anpreist, dann will ich... Ich habe selbst noch Frieden, das ist lecker. Ja, ja, wenn du das glaube ich dir davon. Ja. Man hat auch während dieser Corona-Zeit gehört, dass die Leute mehr im Garten wieder anfangen. Gemüse statt Blumen, ne? Deshalb sind Hochbeete momentan im Trend. Doch das erfordert auch Fachwissen. Was sagst du bitte? Da macht meine Frau, da halte ich mich raus. Ja, und unten muss normalerweise eine Schicht Blähton rein. Ja, ja, damit die Feuchtigkeit. Also, genau, genau. Genau, hey. Das hat sie mir auch erzählt. Hat sie dir erzählt? Ja, ihr habt, wenn ihr zusammen Kaffee getrunken habt. Ja. Bitte schön. Das machen viele einige als Arbeitserleichterung, weil ich ja die höhere Stufe oder so habe. Und viele, die einen Balkon und so weiter haben. Und die Kaninchen und das fressen das auch im Hochbeet nicht unbedingt ab. Dann haben die nicht das unten an der Erde. So, aber es machen so die jungen Familien und so weiter so ein bisschen mit. Genau, jung, dynamisch, was du dazu gehörst, oder nicht? Ja. Ne, auf jeden Fall, dass das wird dadurch immer mehr und die Kinder dann noch lernen, wie Salat und sowas wieder funktioniert. Rund 40 Kilometer entfernt aus Bramsche kommt diese Kundin. Regelmäßig kauft sie hier regionale Lebensmittel ein. Okay. Nächste Ladung. Ja, genau, dann machen wir da mal eben weiter. Ja. So, dann muss ich die bloß eben einmal wiegen. Ja, ja, siehste. So, machen wir das. Ja. Ich stelle das hier unten hin, das ist immer einfach. Hallo, Herr Müller, grüß Sie. Gut, ja? Ja, sehen Sie, ich erzähle gerade. Ursprünglich kommt sie aus Quakenbrück. Sie kennt den Laden bereits seit ihrer Kindheit. Ja, ja. So. Ich hätte gerne draufschreiben brauche ich nicht, weil das ist ja eine Sache. Ja. Wenn wir hier leben wollen, dann müssen wir eine Struktur, eine Infrastruktur haben. Wir sind nicht immer 30, ne? Und wir sind vielleicht mal 70, ja? Und dann fährt man nicht immer so. Und dann gibt es doch Läden, die sagen, wissen Sie was? Wir bringen Ihnen auch die Ware nach Hause. Ist doch toll, ne? Ist das doch super. Ich finde das immer gut. Ich gehe immer gerne in solche Läden. Kann man ja wieder überleben, ne? Ja, genau. Haben wir jetzt das alles in der Kasse oder müssen wir... Nee, brauche ich nicht, aber ich muss nur einmal drauf gucken, 4,25. Ja, genau. Dann weiß ich was. Äpfel weiß ich ja so. Okay, gut. Ne? Dann wollen wir mal bezahlen. Ja. Bitte. Tschüss. Himmel, ja klar, danke. Alles klar. Tschüss. Das hat man öfter wohl mal, dass sie dann rausgehen, ist man im Gespräch und dann... Man stellt das hier hin, weil wir die Kasse da vorne haben, dann stellt man es hier hin, braucht man nicht mit hin und her schleppen oder so, dann lässt man das da stehen und dann unterhält man sich und dann haben die hier vielleicht noch einen getroffen und dann, ja, ab und zu ist man schnell genug, damit man den Kunden wieder einhält, dass er nicht doppelt wieder hin und her muss. Aber das ist auch die kleine Freundin im Leben, die man hat, oder? Im Zuhandel. Mitarbeiterin Svetlana Latonus muss sich kurz vor Feierabend noch um den Malteser Welpen Teddy kümmern. Ja. Das braucht ja ein Geschirr. Ja, genau. Dann wollen wir doch mal ein Geschirr aussuchen. 8 Wochen ist Teddy alt und sehr verspielt. Eine Herausforderung. Frechdachs bist du, ne? Ein kleiner Frechdachs. Hm? Eigentlich wollten wir uns auch Kaninchen holen. Den haben wir jetzt von Oma geschenkt bekommen. Wir haben uns schon welche ausgesucht immer. Aber der ist natürlich viel süßer, ne? Ja, ich glaube, den kriege ich auch wieder nicht über den Kopf. Dann müssen wir gleich ein anderes Geschirr kommen. Der eine ist zu groß, der ist zu klein. Mhm. Da ist ein ganz anderes Geschirr mit dran. Hi. Hallo. Da ist ja ein kleiner Knuffel, was? Das Geschirr darf nicht scheuern. Der Welpe darf aber auch nicht herausrutschen. Mhm. Guck mal hier, ob das so besser ist. Einmal gucken. Aber das ist doch gut. Guck mal hier, das sitzt hier richtig gut. Hier sind die Gelenke schön frei. Das ist ja ganz wichtig. Und wichtig ist, wenn ihr zieht, dass es hier zieht und nicht im Halsbereich. Okay. Mhm. Andererseits ist es ja im Moment sowieso noch so, dass ihr, wenn ihr jetzt mit dem geht, nicht ziehen sollt. Ihr müsst erstmal noch ein bisschen sehen, dass ihr
da, wo er hingeht und dass ihr hinterherlauft. Okay. Ne, mit dem Ziehen muss ich ja erstmal dran gewöhnen, überhaupt eine Leinenführigkeit zu kriegen. Ja. Und dann müsst ihr erstmal nicht, und nicht erziehen, wir gehen jetzt hier lang. Und so lange kannst du sowieso noch nicht gehen, ne? Nee, das schaffst du noch nicht. Bettina und ihre Familie haben selbst einen Golden Retriever zu Hause. Sie weiß, wie wichtig gerade bei einem Welpen das passende Geschirr ist. Die wird man natürlich am liebsten alle mitnehmen und selber behalten, aber das ist einfach knuffig. Und das Schöne ist auch jetzt mit der Zeit, wenn man dann sieht, wenn die wiederkommen und wenn die wachsen und wie groß die werden, ist einfach total schön dann. Gemeinsam haben sie dann doch das passende Geschirr für Teddy gefunden. Dankeschön. Ja, bitte. Rund 13 Kilometer weiter in Nordrup. Klaus hat nach Feierabend noch einen Kundentermin. Helmuts neuer Teich ist fertig. Klaus soll jetzt die Pumpe für das Wasserspiel montieren. Sieht gut aus. Das ist super. Er muss jetzt gucken, dass er die Pumpe so einstellt, dass das Wasser nicht zu schwach oder zu stark aus dem Wasserspiel läuft. Dann gucken wir jetzt mal, ob es dir so gefällt. Dann schauen wir mal. Viel mehr dürfte es auch eigentlich nicht sein, oder? Nee. Wenn du es viel stärker jetzt noch hättest, würde viel mehr Druck rauskommen und das Wasser würde viel zu viel plätschern und wird hier an der Seite wird das drankommen. Also so wie du das jetzt hast, ist das eigentlich bei dieser Figur genau richtig. Das ist eine klasse Sache. Also jetzt hat das hier vorne nur die Sache, das weiß ich jetzt nicht, wolltest du jetzt noch eine Pflanze oder so, wolltest du noch ja, da, was vorher mal drin war, das steht hier vorne hinter uns, da in dem Bottich noch hier, sag ich mal. Helmut ist sich allerdings unsicher, ob seine Wasserlilie den Umbau überlebt hat. Das kannst du daran sehen, die Wurzeln, die sind noch richtig schön weiß. Wenn die Wurzeln nicht so weiß wären, wenn die dunkel geworden wären, wird die gar nicht mehr kommen. Ja. Die kannst du ohne Probleme so wieder reinsetzen. Nicht jede Pflanze ist für Helmuts Teich geeignet. Eine Seerose, das ist ziemlich dunkel hier. Dann siehst du bei den Seerosen schnell, dass die nur Blätter kriegen. Sowas wie du jetzt hast, das kommt eigentlich ganz gut, wenn das hier reinsetzt. Und das sieht ja auch gut aus. Während hier alles läuft, hat Helmut noch ein Problem an einem seiner anderen Teiche. Im letzten Jahr sind einige seiner Kois gestorben. Fachmann Klaus soll deshalb die Wasserwerte überprüfen. Ich orientiere mich so ein bisschen an der Klarheit vom Wasser. Und da sieht es eigentlich ganz gut aus. Aber ich meine, für die Fische ist ja andere Grundlagen noch da. Und da muss man halt regelmäßig mehr messen eben. Das macht Experte Klaus per Spezial-App. Den pH-Wert bei 7,2 ist auch total natürlich. Chlor hast du ein bisschen drin. Ja, ist heute noch Wasser nachgekippt worden von der Leitung. Aus der Leitung, ja. Frischwasser. Siehst du, da hast du das. Nachgefüllt, ja, deswegen auch Chlor. Ja. Mhm. Und schon wissen wir wieder was über die Wasserwerte. Ja. Damit seine Fische gesund bleiben, muss Helmut künftig etwas gegen das Chlor tun. Ist ganz wichtig, dass man nicht zu viel Chlor drin hat. Wenn dieses Chlor, das ist Säure, das ist unwahrscheinlich so für die Fische. Die Haut geht dadurch schnell kaputt. Aber Chlor ist eigentlich eine Sache, die man schnell im Griff hat. Ein Wasseraufbereitungsmittel soll das überschüssige Chlor entfernen und andere Schadstoffe im Wasser neutralisieren. Wasser ist ja voll in Ordnung. Tests waren alle klasse. Das Wasserspiel läuft, alles super. Kunde ist gut zufrieden, freut sich. So ist ein perfekter Tag und so freut man sich und so sollte es immer weitergehen.